Ja, schön, dass Sie wieder da sind oder zum ersten Mal da sind, dass Sie unsere Klausur begleiten. Ich möchte mich zu Beginn bedanken für ein unverhofftes Geburtstagsgeschenk. Die neueste Umfrage von Forsa sagt für Bayern, dass die Regierung keine Mehrheit mehr hat, die CSU bei 40% liegt, die FDP nicht mehr im Landtag wäre, die Grünen bei 20%, zweitstärkste Kraft wäre, die SPD bei 16% und die Freien bei 10%. Wir haben uns ja gestern schon gefreut über die Umfrage von Infratest Prima, die etwas andere Zahlen aufweist. Für uns ist klar, es ist vieles in Bewegung in Bayern. Das sieht man an diesen unterschiedlichen Momentaufnahmen. Es ist auch vieles möglich in Bayern. Es ist auch noch einige Zeit hin bis zur nächsten Landtagswahl. Und für uns heißt es, es ist auch alles offen, was zukünftige Regierungskonstellationen angeht. Und das ist für uns natürlich auch Auftrag, unsere Regierungstauglichkeit in den einzelnen Politikbereichen auch klar und deutlich herauszuarbeiten. Wir haben uns auf dieser Klausur sehr intensiv mit einem zentralen Zukunftsthema beschäftigt, mit dem Thema der zukünftigen Energieversorgung, der zukünftigen Energiepolitik. Unser Ziel ist klar, 100% erneuerbare Energie. Das hat aber weitreichende Konsequenzen natürlich auch für den Umbau der gesamten Infrastruktur, für den Ausbau der Infrastruktur. Man kann sozusagen nicht in der bestehenden, vorhandenen Infrastruktur 100% erneuerbare Energien zustande bringen. Und deswegen geht es nicht nur um die Produktion von erneuerbarem Strom, sondern es geht natürlich auch um die Leitung, um die Netze für den erneuerbaren Strom und es geht natürlich auch um die Speicherung von erneuerbarem Strom. Diese beiden Themen, mit diesen beiden Themen haben wir uns intensiv beschäftigt auf unserer Klausur. Wir stehen da mit auch im klaren Widerspruch zur schwarz-gelben Energiepolitik, die in erster Linie eine Politik für die großen Konzerne ist, für die Atomlobby ist. Wir sagen, das ist überhaupt kein zukunftsfestes Konzept. Das geht zurück in die alten Technologien. Das zementiert die Marktmacht der großen Energiekonzerne, führt nicht zu mehr Wettbewerb, im Gegenteil, behindert den Wettbewerb, die Kunden zahlen dann die Zeche und es bremst den Erfolg der erneuerbaren Energien aus. Nach wie vor das Thema Atomstrom ist, haben wir jetzt wieder einen Zwischenfall in Grafenrheinfeld erleben müssen. Auch hier fordern wir umgehende Aufklärung über den Zwischenfall und die Auswirkungen und diese Vertuschungspolitik, die hier wieder betrieben wird. Der werden wir einen Strich durch die Rechnung machen, wir werden auch entsprechend parlamentarisch tätig werden. Also Ziel 100% erneuerbare, umfassender Umbau unseres Energiesystems. Das heißt zum einen auch flexiblere Kraftwerke, das heißt großräumige Vernetzung der dezentralen Stromerzeuger, das heißt innovative Speicher und das heißt neue Netztechnologien. Was insgesamt fehlt in Bayern und in Deutschland, ist ein energiepolitisches Gesamtkonzept. Wir erleben, dass an allen Ecken und Enden in unterschiedliche Richtungen gezogen wird, unterschiedliche Interessen agieren, was natürlich auch dazu führt, dass wir keine Planungssicherheit haben, auch keine Investitionssicherheit haben, zum Teil eben auch Fehlinvestitionen getätigt werden, weil eben die Linie, wo soll es hingehen in der Energiepolitik, nicht klar ist. Wir Grüne haben eine klare Linie und setzen eben auf den schrittweisen Umbau und Ausbau und insbesondere auf die Bürgerbeteiligung in diesem Prozess. Deswegen haben wir gestern auch einige Vertreter von Bürgerinitiativen hier eingeladen zu unserer Klausur, die sich mit dem geplanten Hochleistungsnetz und der Trasse hier beschäftigen, hier Einwände haben, hier Protest haben,
Und es hat uns wieder gezeigt, die mangelnde Transparenz in der Planung, die mangelnde Transparenz auch was die Notwendigkeit dieser Leitung betrifft. Und stattdessen soll das von oben durchgesetzt werden, also die alte Basta-Politik, die keine Unterstützung vor Ort natürlich erfährt, zu Recht nicht. Wir haben hier auch deutlich gemacht, wie wir in diesen, auch wenn es durchaus auch aus grüner Sicht Zielkonflikte gibt, wie wir damit umgehen wollen, nämlich die Kritiker zum Gespräch bitten, einbeziehen, mit ihnen die Einwände diskutieren, mit ihnen mögliche Lösungsvorschläge diskutieren, mit den Kritikern zusammen zu einem besseren Konzept zu kommen, weil erst durch Kritik wird ein Konzept wirklich gut, weil man dann eben auch mögliche Folgen weiter mit bedenkt. Also das ist unser Weg, auf die Menschen zugehen, auf die Kritiker zugehen, sie einbeziehen in die Planungen mit größtmöglicher Transparenz, mit breiter Information, Diskussion auf Augenhöhe. Das ist von der demokratischen Verfahren her unsere Vorgehensweise, wie wir das Ziel 100% Erneuerbare in Bayern und in Deutschland auch erreichen können. Herzlichen Dank, Frau Peterhausen. Ich darf dann an unseren energiepolitischen Sprecher, an Ludwig Hartmann, weitergeben. Ja, danke, dann auch mal kurz von meiner Seite. Zum Anfang, wir haben uns auf der Klausur mit dem Thema Netzumbau und Ausbau beschäftigt und wir stellen uns eigentlich dieser Herausforderung sehr gerne und drucken uns da ganz gezielt nicht weg, da ja eigentlich, wenn man sich dieser Aufgabe jetzt stellen muss, hat man ja einer erfolgreichen rot-grünen Politik zu verdanken. Das wäre eigentlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, der ist zügiger vorangegangen, als man sich selbst 2002 damals vorgenommen hat. Also nur eine Zahl dazu, die Ziele, die man 2010 erreichen wollte, am Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland, hat man bereits 2007 erreicht. Das heißt, man ist in diesem Bereich wirklich erfolgreicher gewesen. Deshalb ist natürlich ganz klar, dass diese Baustelle eines leistungsfähigen Stromnetzes, also ein Um- und ein Ausbau, jetzt ansteht. Diese Aufgabe stellen wir uns gerne. Man muss in diesem Bereich zwischen drei Punkten unterscheiden. Also einmal die großräumigen Übertragungsnetze in Deutschland. Hinzu kommen die Smart Grids, also die intelligenten Stromnetze. Darunter ist zu verstehen, kleinere Stromnetzeinheiten in bestimmten Regionen, wo der Verbrauch und auch die Produktion in kleinen Sektoren gemanagt werden. Zum Beispiel, einfach das Beispiel, dass die intelligenten Stromzähler die Waschmaschine dann anspringt, wenn der Strom gerade im Überschuss im Netz ist, aber auch, dass die Biogasanlage dann ins Netz einspeist, wenn zu wenig Strom im Netz ist und nicht zu Zeiten, wo die Netze eh schon voll sind. Dass man auch praktisch mit den erneuerbaren Energien, die man einigermaßen regeln kann, auch dementsprechend in den kleinen Sektoren umgeht, dass es dann eingespeist wird, wenn es wirklich benötigt wird. Ein weiterer Bereich, der auch hinzugehört, vor dem man sich auch nicht wegducken darf, sind natürlich Stromspeicher, zu denen natürlich auch Pumpspeicherkraftwerke gehören, weil die Technik relativ weit ausgereift ist. Aber bevor man eigentlich an die großen neuen Trassen denkt, sollte man erstmal Folgendes machen, eigentlich drei Punkte. Es geht erstmal darum, das bestehende Netz zu optimieren. Es geht darum, sagen, das bestehende Netz auch zu verstärken und weiter auszubauen. Und das sind eigentlich in folgenden Bereichen, die man sich eigentlich in Angriff nehmen muss. Das ist zum Beispiel einmal, das klingt jetzt immer etwas komplizierter, als es wirklich ist, also ist das Freileitungsmentoring der Stromleitungen. Darunter versteht man Folgendes. Technisch ist die Normtemperatur des Wetters, wird auf 35 Grad ausgelegt. So viel, das heißt, die Stromleitungen können bei kälteren Tagen mehr Strom transportieren, als wenn es wärmer ist. Das heißt, man nimmt halt dann einen bestimmten fixen Normwert, für was eigentlich die Leitungen ausgelegt werden. Das heißt aber, wenn die Temperatur 10 Grad runter ist, kann ich bis zu 10% mehr Strom durch die Leitungen schicken. Das heißt aber auch, dass ich dementsprechende Daten erfasse und das messe, um die Leitungen so auslegen zu können. Und eins, was hinzukommt, ist ein Beispiel, der Windkraftstrom, der für öfters zu Probleme im Netz sorgt, steht meistens auch an kälteren Tagen zur Verfügung. Das heißt, ich muss auch die Netzbetreiber dazu bewegen, dass sie das vorhalten, dass sie genau wissen, wie stark sie das Netz also fahren können, sozusagen wie viel Stromdurchfluss möglich ist zu bestimmten Zeiten. Und man sich nicht auf eine bestimmte Norm dann begrenzt, weil es einfacher ist, sondern wirklich und nicht nur den Wetterbericht anschaut, wirklich die Temperaturen dementsprechend misst und dementsprechend das Netz steuert. Ein weiterer Bereich, der auch eine Möglichkeit ist, der auch gerade hinreichend in der Debatte ist, sind die Hochtemperaturseile, eine aktuelle Hochspannungsleitung, ungefähr eine Temperatur von 80 Grad. Mit anderen Materialien sind Hochtemperaturleitungen haben ungefähr 150 Grad, aber können auch mehr Strommengen produzieren über die gleichen Trassen. Das ist auch eine Nachrüstung, die man im bestehenden Netz vornehmen kann.
Das sind eigentlich die ersten Schritte, die man machen muss, bevor man sagen, zu den neuen Trassen kommt. Und bei dem Thema neue Trassen, wie gesagt, diese Nachrüstung und Renovierung ist eine Fall der Baustelle, wo man ein bisschen weiterkommt. Es wird es alleine nicht reichen. Das ist uns Grünen auch bewusst. Und bei der Debatte, die man sich da stellen muss, was neue Stromleitungen angeht oder Hochspannungsleitungen, das ist schon ganz entscheidend, dass man weiß, für was diese Leitungen benötigt werden, dass der Betreiber, der Versorger, wirklich der Netzbetreiber, transparent und ganz offen den Leuten erklärt, für welche Strommengen es benötigt wird und für welchen Strom es auch nicht benötigt wird. Und man sieht natürlich da auch bewusst sein muss, in einer Übergangszeit, wir haben ja das Ziel, 100% erneuerbare Energien eines Tages, in einer Übergangszeit werden immer verschiedene, wird auch Kohlestrom durch diese Leitungen fließen. Aber entscheidend, und das kann man nicht wegdiskutieren, und das haben wir in der Klausur auch so, ging auch deutlich so, kam deutlich so rüber, was mich sehr gefreut hat, wir werden um neue Leitungen aus Nord Richtung Süd nicht darum wegkommen. Die wird man benötigen. Das ist ganz klar, man kann sich das eigentlich schön auf der Karte anschauen, wenn man sich eine Karte sich Deutschland vorstellt und das markiert, wo am meisten Strom benötigt wird und wo die neuen Stromproduktionsanlagen entstehen. Das klafft einfach auseinander. Das ist nun mal so. Und daher wird sicher die Zeit kommen, dass man neue Leitungen benötigt, die natürlich aber im ganz transparenten Verfahren gemacht werden muss. Und ich bin auch überzeugt, dass man die Bürger mehr mitnehmen kann. Frau Baus hat es ja vorher auch angesprochen, wenn das Gesamtkonzept stimmt. Wenn die Leute wirklich wissen, das große Ziel, wo jeder hin möchte, 100% erneuerbare Energien, dafür ist es dann notwendig. Und dass die erneuerbaren Energien hier unumstritten eine ganze Reihe von positiven Faktoren haben. Regionale Wertschöpfung, die Arbeitsplätze in der Region, kein CO2-Ausstoß, Klimaschutz, eine ganze Reihe. Dass die auch einen Bereich haben, der etwas unangenehm ist, dass man die Infrastruktur nachbessern muss. Das ist uns Grünen bewusst. Und dieser Sache stellen wir uns auch. Das heißt, ganz ohne Eingriffe sind 100% erneuerbare Energie auch nicht zu kriegen. Und diesen Themenbereich betrifft natürlich auch das Thema Pumpspeicherkraftwerke. Das ist ja in Bayern seit ein paar Monaten bereits in der Diskussion. Ist ja an der Donau in Riedel, ist ja eine Planung von österreichischen und von E.ON, von österreichischen Versorgern und von E.ON gemeinsam ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Und da ist für uns aber ganz entscheidend, dass eigentlich Bayern im ersten Schritt ein Kataster braucht, wo sind Pumpspeicherkraftwerke möglich, um dementsprechend abwägen zu können. Weil das beste und offene, transparente Verfahren bringt mir nichts, wenn ich nicht abwägen kann. Ne? Im Verhältnis der Eingriffe und uns bewusst, dass der Bereich sehr sensibel einzustufen ist und es geplant ist. Deshalb hatten wir auch in der also im Landtag bereits den Antrag gestellt auf ein Kataster für Pumpspeicherkraftwerke in Bayern. Wurde von der Staatsregierung mit der Begründung und von den Regierungsfraktionen abgelehnt, ist nicht die Aufgabe der Staatsregierung. Ja, wenn man sich aber der Frage Energieversorgung der Zukunft stellt, diese wichtige Infrastruktur sozusagen, wenn man das nicht als Aufgabe der Staatsregierung sieht, ist für uns eigentlich ein Armutszeugnis. Und in diesem Bereich fordern wir beim Thema Riedel ganz deutlich, es muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung geben, die am Anfang des Verfahrens steht, um abwägen zu können, und auch Alternativstandorte müssen ehrlich abgewogen werden. Und das ist eigentlich die Sache, wo wir darauf drängen werden, dass bei diesen Großprojekten immer wirklich gezielt abgewogen werden kann und nicht so nach dem Motto, man hat hier schon mal ein paar Grundstücke, da kann man, hat man einen alten Plan wieder ausgegraben, da wird das jetzt gemacht. Aber durchaus uns bewusst, und das möchte ich zum Schluss sagen, ich war ja gerade viel durch Bayern und zu vielen Kreisverbänden zu Veranstaltungen zum Thema erneuerbare Energien. Man muss den Leuten vor Ort sagen, also etwas tut eine Energiewende auch weh. Also ganz ohne irgendwelche Eingriffe wird es nicht funktionieren und die Aufgabe werden wir uns stellen. Das kann aber nicht heißen, wie es gerade von der Regierung betrieben wird, man lässt Kohlekraftwerke bauen, sondern in Deutschland, man lässt Atomkraftwerke weiterlaufen und baut deswegen dafür auch Netz aus. Das kann es nicht sein. Ganz vorne muss stehen die Energiewende und dann ist für uns auch ganz klar, dass man das Netz bauen muss. Eingeleitet mit dieser Faserumfrage. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Steger, aber ich habe den Eindruck, es wäre auch das erste Mal, dass es eine Umfrage gibt, die sie als die Hauptopposition in Bayern klassifiziert, und zwar eigentlich sehr deutlich mit 20% gegenüber 16% bei den Sozialdemokraten. Es waren sehr nüchterne Worte. Gibt es da nicht etwas mehr Euphorie bei so einer Klausur? Wir freuen uns schon die ganze Zeit.